Mais le lot des Moul, Bénédicte, wie schrieb, übersetzt und die Kinder auch erzählt und viel in Gang bringt in die Schule mit den kleinen Kindern. Bénédicte, kannst du uns ein bisschen von dir erzählen, sagst du? Ja, natürlich. Also schon einmal, was ich wichtig finde, ist, dass ich bin besonders stolz, weil ich bin. Ich habe es angebracht, in meinem Mädchen das erste wieder zu geben. Und es ist in meinem Mädchen seine Mütterspruch. Also, unsere Mädchen, ja. Und das ist, wie ich sehe, wie sie mit dem Spruch spielt, mit den Sprachen, wenn sie reden in Französisch und Deutsch, habe ich nicht nur einen Spruch wiedergegeben, aber ein ganzes Spielfeld, eine ganze Welt. Und es ist mein größter Stolz, wenn ich das hier. Eine offene Welt mit, ja, mit verschiedenen, genau, Weltanschauungen. Voilà. Und sie ist glücklich mit ihrer Sprache. Das ist stolz auch. Also, was ich zählen mache, ist mir am wichtigsten natürlich. Und ja, ich hole keinen elsässischen Spruch rum, zu versuchen, mit den Eltern, mit den Großeltern zu sagen. Also, wenn sie es noch kennen, als das elsässische wieder sehr gerne, dann ist es Richtung, es ist wichtig. Und wir machen natürlich auch viel mit den Bibliotheken, mit den Schulen, als wir auch die ganzen Kinder, die auf elsässisch singen, spielen, Marionetten machen, Theater machen. Als sie bekannt waren, als sie eine Tournee kennen. Also das ist wichtig für uns im Sport. Voilà. C'est ça. Also ich habe Jean de la Lune von Tommy Unerer auf Elsassisch übersetzt. Es ist 2014, 2015, 2014, 2015, ich weiß nicht, Mathilde. 2013 sogar, ja. Und ich lasse ein kleiner Auszug. Auf einem Maskenball hat sich in ein Licht gemischt, also smooth man. Und hat stundenlang wie eine Lumpe an die Stange getanzt. Sanir, hat der Dame gesagt, sieht sich einer als Männer aus dem Mond verkleidet. Das Mondmännchen hat vor Lüderfreiheit gestrahlt. Ein Nachbar, wie ein achter Brummelbar gewesen ist, hat sich auch bei der Polizei wegen der Leute Musik begleitet. Wie das Mondmännchen die Waffen und die Uniformen gesehen hat, hat es Angst bekommen und ist in den Wald hingerannt. Bläjeles haben seine Spüren gefunden und haben es verfolgt. Das Mondmännchen ist aber flinker wie die plumpen Polizisten und schneller wie der Wind gewesen. In einer abgelegenen Gegend vom Wald ist es auf ein altes Schloss gestoßen. In diesem Schloss hat er gelehrt gewohnt, wie schon lange nicht mehr bekannt geworden ist. Der Professor Genieblitz von der Schatten. Éclat des ombres en français et Bunsen van der Dunkel auf Deutsch. Er hat nur mit meinen Freunden aufgenommen. Seit Jahrhunderten hat der Professor am Raumschiff gebüht, wie zum Mond hätte sie fliegen. Ja. Ja.